Richterstein. Es wird nicht diskutiert. Ist das klar? Dann los. Los, komm, 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 komm. Das kommt doch keine Schlampe. Los! Los, rein damit. Boone. Mein Geld ist weg. Komm, 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 komm! Ja, das hatte ich ganz vergessen. Rainer, Rainer. Zum Monatsende wird hier ausgezahlt. Wir haben Taschendiebe im allgemeinen Hochkonjunktur. Mann, alles! Allein! Los, rein damit! Ich hab nichts. Was sagst du? Ich hab nichts. Willst du Ärger machen? Willst du Ärger machen? Hey! Was ist? Was starrst du mich so an? Ich habe die Gesetze nicht gemacht. Das ist ein Wahnsinn. Unmenschlich. Na ja, na warten wir es mal ab, was du sagst, wenn die Woche um ist. Dreckstechnik. Immer dasselbe. Aber man gewöhnt sich daran. Wir haben alles hier. Und dann, warte. Du wirst Geld brauchen. Ist das deine Familie? Wie lange hast du sie schon nicht mehr gesehen? Sie sind tot. Schon seit 2 Jahren. Wurden zu Hause überfallen. Naja, ich hatte große Mühe, sie zu identifizieren. Ist das der Grund, warum du hier bist? Man hat nie herausgefunden, wer es war. Standardfahndung 30 Minuten. Damit war der Fall offiziell erledigt. Was soll's? Da. Pass auf, dass man es dir nicht gleich wieder abnimmt. Und mach dich mit deiner Ausrüstung vertraut. Eine Woche ist schnell rum. Boone. Danke. Ach, wie finde ich dich? Wenn du mich brauchst, bin ich da.
Neugänger, nicht wahr? Ich habe Sie heute Nacht gehört. Ich glaube, wir sind Nachbarn. Na ja, wir werden uns jetzt wohl öfter sehen. Also, schönen Tag noch. Woher wissen Sie, dass wir Tag haben? Gelb steht für den Morgen, Rot für Mittag und Blau für die Nacht. Hey Karl, in dieser Stadt ist nicht genug Platz für uns beide.
doch einfach zu dämlich. Kommt mit dem Messer zu einer Schießerei. Also los, verzieh dich. Alles in Ordnung? Na also, wir machen ja Fortschritt. Deine Zeit läuft ab, Junge. Du musst dich langsam entscheiden. Hier. Wenn das so wichtig ist für dich, dann erschießt du ihn doch. Für dich ist das ja gar kein Problem. Okay, ich schmeiß sie weg. Schmeiß sie weg, meinetwegen. Aber vorher wirst du mir zuhören. Es gibt da ein paar Neuigkeiten, die dich interessieren dürften. Hat er nichts weiter zu tun, als Leute zu bespitzeln. Er war mir noch einen Gefallen schuldig. Also habe ich ihn gebeten, etwas über deinen Freund Karl herauszufinden. Und jetzt hör gut zu. Dein Freund Karl sitzt hier wegen 17-fachen Mordes. Als man ihn geschnappt hat, war er gerade dabei, den Oberschenkel eines Geistlichen in kleine Stücke zu zerschneiden. Das Problem war nur, man konnte den Rest des Beines nicht finden. Denn Karl hatte es bereits, wie soll ich sagen, auf. Oh, es kommt noch besser. Heute Morgen hat der liebe Karl einen neuen Auftrag bekommen. Und jetzt rate mal, wer der Nächste auf seiner Liste ist. Dein Freund Karl ist ein gottverdammter Kannibale, Vince. Ein schlechter und Massenmörder. Willst du wegen so einem Stück Dreck sterben?